Tanja, guten Morgen. Genau heute vor einem Jahr kam ich zurück aus Mallorca. Aber in diesem Jahr fliegen wir heute erst hin. Denn heute vor einem Jahr mein allererstes Video produziert. Nicht nur für YouTube, sondern überhaupt. Um das zu feiern, gönnen wir uns noch mal eine Woche Mallorca. Konntet. Wir haben erstmal jetzt eine Dixie gekauft, um heute noch über die Runden zu kommen. Morgen muss es dann bestimmt noch mal los. So Freunde, wir sind also auf Mallorca angekommen. Das Wetter ist allerdings heute am ersten richtigen Tag, zumindest für die Verhältnisse hier, relativ schlecht, aber auch nicht schlimm. Wir haben erst ab morgen Räder ausgeliehen. Ansonsten machen wir heute einen kleinen Ausflug ans nordöstliche Ende der Insel. Aber seht selbst. Da hat schon zwei Fahrradfahrer komplett weggeweht. Ich hoffe, ich kann jetzt hier meine 12 Kilometer in Ruhe zurücklegen. Los geht's! So, heute geht's endlich los. Wir holen jetzt gleich die Räder ab. Haben den Luxus, heute mal nicht mit dem Bus fahren zu müssen wie letztes Jahr, sondern im Auto, aber hier, man sieht es schon, mega derbe Wind. Und das ist eigentlich nicht so schlimm, weil wir ja eigentlich von West nach Ost fahren. Aber gerade heute ist natürlich Ostwind. Ja. Das heißt, die heutigen 120 Kilometer werden vermutlich ziemlich hart. So, wir suchen also die Bikefinker, wir finden sie nicht. Wir sind irgendwo. Niemand weiß genau wo. So, auch diesmal habe ich es geschafft, mich aus Palma rauszufädeln. Die Stadt ist echt, also, und jetzt fahre ich wieder genau die Strecke wie im letzten Jahr. Denn man sieht sie ja immer zweimal im Leben. We'll be right back.
gleich geschafft. Alter, war das krass. Also ich dachte, ich brauche so 4 bis 4,5 Stunden. Bin jetzt bei 5 Stunden 16. War einfach dermaßen krasser Wind, der die Akkus einfach nur ausgesogen. Guten Morgen, zurück auf der Straße. Heute habe ich mir gedacht, ich mache heute noch mal so ein bisschen mittelmäßig. Eigentlich wollte ich heute eine große Tour machen, aber nach den 5 Stunden 20 gestern schaffe ich heute nicht so viel. Und daher knapp 110 Kilometer, knapp 1000 Höhenmeter, einfach Landesinnere, eine kleine Runde. Mit einem Berg und das soll es schon gewesen sein. Der Tag heute lief also wie geplant. Das ist wirklich selten. Nur ich merke schon langsam, die aktuell nicht so ausgiebigen Nächte bzw. die oft die ständige Unterbrechung nach des Schlafs durch den Menschen hier macht sich doch wirklich auf dem Fahrrad auch bemerkbar, so dass ich mich wirklich nicht so fit fühle wie in den letzten Jahren. Aber der Spaß bleibt trotzdem nicht auf der Strecke. So, heute am freien Tag sind wir irgendwo in der Thüringhölle, wo wieder nichts los ist. Ich vergesse immer, wo wir sind, weil wir irgendwie überall sind. Ich wollte auch eine Runde laufen, aber ich habe meine Laufsachen vergessen. Deswegen muss ich heute viel schwimmen. Ich habe wieder eine Auflistung von Städten gefunden, wo ich überall schon war. Na, Dubai, Istanbul war ich schon, Berlin kennen wir. Kopenhagen war ich schon, super. Dortmund bin ich nur kurz durchgefahren. Hamburgo kennt man auch noch. Hannover, da war ja Triathlon. Und am besten aber Leipzig. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute am dritten Tag, die längste Etappe. 144 Kilometer mit 1200 Höhenmetern. Nochmal hoch in Norden, also in den Nordosten. Und habe mich getraut, kurz. Hoffentlich viel hier unterwegs.
Hallihallo. Tja, heute ist eben schon Samstag. Ruckzuck war die Woche hier rum. Wir fahren jetzt zum Ballermann. Oder dem Titel Ballern zum Ballermann. Gehen dann nochmal eine Runde schwimmen dort. Und danach schaffen wir die Räder zurück. Dann gibt es noch ein nettes Barbecue. Grillen einfach. Und morgen geht es schon zurück. Obwohl, gerade ist es hier auch ziemlich kalt. Ich hätte auch gerade ein paar Handschuhe. Ach so, gestern, ganz vergessen. Richtig stark. Gestern hatte ich, glaube ich, die beste Runde auf Mallorca, die ich je gehabt habe. Super Beine, super Straße, super Ecken, super Landschaft, super Wetter. Nur das Handy war irgendwann nicht mehr willig, das alles aufzunehmen. Deswegen gab es dann keine schönen Bilder mehr. Aber gestern war wirklich der richtig geile Tag. So, jetzt aber erstmal Ballern zum Ballermann. So, jetzt haben wir es geschafft und sind am Ballermann angekommen und genießen hier das letzte Cliff Bar des Urlaubs. Wie mir aufgefallen ist, ist das schon ein Jahr nach dem MHD. Schmeckt aber trotzdem noch. Also Mahlzeit. Okay, also waren wir noch kurz am Ballermann 6 baden und Pizza essen, stark. Jetzt heißt es Abschied nehmen von dem Gefährten hier, dem Canyon Road Light AL. Heavily raining out there.